Warnung! Dieses Let's Play beinhaltet einige Szenen, in denen brutale Gewalt und sehr viel Blut fließt. Bitte schaut nur weiter, wenn ihr diese Szenen auch tatsächlich verarbeiten könnt. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Okay. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also. Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig Kleine. Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder? Wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Lernen wir seine gute Seite kennen? Glaube ich nicht. Ich mach mal waghals. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Weiß nicht. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm einen Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Tja, dann ist das so. Ja. Keine Ahnung. Nee, wir bring ihn mal nicht um. Also gut, wir schlagen ihn nicht zusammen. Das bedeutet wohl Freundschaftsanfrage. Nein? Ich habe nicht gesagt, dass wir das nicht tun sollten. Nur, dass wir mehr machen sollten, als ihn umzuhauen. Versuchen wir es erstmal gewaltfrei. Gut. Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun. Ja. Okay. Hey, hey! Megaman! Darf ich dich Megaman nennen? Warum? Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? So wie in Hackett's Quarry? Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei, okay? Ach komm, Megaman, was soll der Stress? Da gibt's doch keinen Grund für, hm? Ich weiß genau 7. Was, ich weiß genau 7? Hä?
Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Oh. Schade. Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier rausspazieren. Auf keinen Fall. Arschloch! Max! Wir wissen, was hier los ist! Wir wissen, Max ist ein Werwolf! In ein paar Tagen ist Vollmond. Was dann? Nein, Ma'am. Du warst nicht mal die Hälfte. Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. T, Maiden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache hier nur fertig. Ich ruf mal nicht um Hilfe, weil ich glaube, das sind diese... Over. Was wird geschehen? Nun, ich sag's dir, es wird nicht schön werden. Aber morgen komme ich früh zurück. Sie lassen mich wirklich hier? Du packst das. Komm ihm nur nicht nahe. Klinisch. Ja, geil. Keine Sorge, Max. Ich bin hier. Ja. Ja, genau. Geht's dir gut? Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so gut. Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Mir ist heiß. Dir auch? Ich sitze neben diesem Rohr fest. Kalt wird mir so nicht. Bleib besser weg, okay? Du solltest nicht so nah sein. Dagegen kann ich im Moment nicht viel tun. Max? Max? Sag mir, was los ist! Nein!
Leb wohl, Tiefenwahrnehmung. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Okay, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so nah rangehen sollten, aber... Ja, geh doch noch näher ans Gitter ran. Na, aber hier kann man scheinbar nichts anklicken. Okay, was ist denn hier eigentlich mit diesen einen Steinen? Können wir da noch irgendwas mitmachen? Jetzt kann ich es gar nicht mal anklicken. Doch. Also ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, was das mit dem Stein auf sich hat. Keine Ahnung, der hat den ja rausgenommen. Da war ja irgendwie nicht wirklich was. Ich habe nur irgendwie die Befürchtung, dass der noch ausbricht und mir hinterherkommt. Ich schaue schon mal nach Fluchtwegen in der Zeit, wo ich hier rumlaufe. Der Wagen, der Wagen, der Wagen. Taro! Taro-Kartenalarm! Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort doch gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Warum kriege ich immer Schluck auf, wenn ich was vorlesen möchte? Da hinten ist auch noch... Komm ja... Achso, doch, das ist nur... Da kommen wir raus. Gucken wir erstmal hier. Was ist das? Was versteckst du, Travis? Unterlassungsanordnung. Ein Brief, der die Verantwortlichen des Bizarre- oder Banal-Podcasts auffordert, ihre Nachforschung in Hackett's Query einzustellen. Okay. Ernsthaft? Ich habe gerade mal 3 Beweise gesammelt bisher. Oh Gott. Ja, sie würde gerne rausgehen. Ich würde ehrlich gesagt gerne oben vorher nochmal gucken. Können wir hier noch irgendwas machen? Hier ist auch nochmal eine Tür. Das heißt, ich weiß natürlich nicht, ob man überhaupt rauskommt. Da hinten. Oh Gott. So viele Möglichkeiten. Aber ich will erstmal gucken, ob ich noch irgendwas am Beweisen oder was weiß ich was finde. Das sieht mir nach einem Büro aus hier oben. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Was war das bitte gerade? Hat mich das Büro angeknurrt? Da vorne ist was. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Verkohlter Sheriffstern. Unter Freakshow. Okay. Dieser alte Sheriffstern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? Irgendwas ist mit dem ja überhaupt nicht in Ordnung. Ne? Also entweder so richtig Psycho oder, wie ich am Anfang schon gesagt hatte in der ersten Folge, das sah so aus, als ob der so Vampirzähne hatte. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich war ja die ersten paar Folgen noch davon überzeugt, dass es sich um Vampire handelt. Bis dann die Sache mit den ja, vermeintlichen Werwölfen aufgetaucht ist. Ist hier nicht mehr. Hallo? Nur eine Sache? Okay. Gehen wir erstmal raus. So, Moment. Die Richtung? Nee, das ist das... Ist das das gleiche Büro? Nee, das ist ein Nebenraum, oder? So. Hier sehe ich nicht wirklich viel. Ah, da ist was.
Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle. Wie in der Zelle? Ich denke, die will abhauen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn er ein Werwolf ist, theoretisch sollte er sich ja nur in diese eine Nacht verwandeln, aber man weiß es ja nicht. Was ist das? Vollmond. Das dürfte heute sein. 7. Juli? Oh, diese Zähne immer. Ich sollte schlafen. Ja, aber ich würde dir nicht empfehlen, in der Zelle zu schlafen. Wirklich nicht. Gut, durch die Tür sind wir reingegangen. Das heißt, das müsste theoretisch ein weiteres Büro sein, ne? Ein weiterer Raum. Was haben wir da? Ha, Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Will die mich verarschen? Also so alt sah der jetzt nicht aus. Das ist nur die Tür. Ja, ich denke, in jedem Raum finde ich nur einen Hinweis. Okay. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, gut, die will jetzt natürlich schlafen, das kann ich nachvollziehen, aber sie redet so von wegen, ach, in der Zelle verstecken. Ich verstehe. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Doch, kannst du. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Nein, wir warten nicht, wir suchen weiter. Da kam er ja nicht durch, ne? Genau. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch nicht durch, aber wir probieren es trotzdem mal guten Glaubens. Wobei das wahrscheinlich eher im Büro, naja, es ist im Büro, so wie es aussieht. Ich dachte schon, der Weg in die Freiheit. Hallo? Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. Fuck, ja. We gotta shut it down. Gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann beginnt... Eine Folge des Podcasts Bizarre oder Banal, der übernatürlichen Phänomenen und den Mysterien um die Hexe von Hackett's Quarry nachgeht. Finden Sie der Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby.
Das ist erschöpft. Und ich auch. Ich muss schlafen. Ja, kannst du gerne machen. Achso, das ist die Tür. Da wollte ich noch gucken. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Ja, das ist der Schreibtisch. Ich würde sagen, dass hier wahrscheinlich nichts mehr zu finden ist. Ja, da die Tür abgeschlossen ist und es hier scheinbar auch keine anderen Räume gibt, wo wir rein können. Ach, halt die Klappe, Mensch. Moment, hier ist noch was. Was versteckt er? Waffen? Brich die Tür auf. Du hast doch den verbogenen Löffel. Was muss ich denn für euch alle mitdenken hier? Achso, das ist... Nee, doch, da komme ich auch rein. Moment, da kommt... Nee. Da bin ich hergekommen, oder? Oder bin ich jetzt daher gekommen? Anscheinend nicht. Okay. Ja, Schätzelein, wir kommen mal wieder zu dir zurück. Vielleicht können wir das ja doch noch so hinkriegen. Ist hier noch irgendwas? Auf dem Klo versteckt. Ein Geist, ein Werwolf, ein Vampirkopf oder so. Okay. Gut, mittlerweile bin ich nicht immer überzeugt, dass der Typ ein Vampir ist, aber das sah halt komisch aus mit den Zähnen. Hier habe ich ja eben schon nichts gehabt. Ja, halt die Klappe, komm. Mal gucken, ob die das jetzt hier automatisch reinmacht. Ja, okay, perfekt. Ja, dann schätze ich, können wir uns hinlegen, oder? Ach, die Tür brauchen wir nicht zu machen. Der Werwolf wird schon nicht ausbrechen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Wir haben was zu klären. Ja, genau. Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Glücklich? Ich mache uns Kaffee.